Und die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir reden heute über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Und Grundlage dieser Beitrittsverhandlungen sind die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Kopenhagener Kriterien gibt es politische Kriterien und all die Unterschiede, die wir gehört haben, beziehen sich auf die Frage, wie weit die politischen Kriterien in puncto Rechtsstaatlichkeit und so weiter erfüllt sind. Die Linke ist grundsätzlich für diese politischen Kriterien, aber wir haben noch weitere Kriterien. Wir haben ökonomische Kriterien, die wir sehr kritisch sehen, was wir bei jeder Beitrittsrunde gesagt haben. Und hier sehen wir ein großes Problem. In dem Antrag, über den wir heute abstimmen, der Regierungsfraktionen, ist die Unterwerfung Albaniens und Nordmazedoniens unter den Stabilität- und Wachstumspakt, unter den sogenannten Maastrichter Vertrag vorgesehen. Wir lehnen das ab. Wir wollen eigentlich überhaupt keine Unterwerfung von anderen Ländern. Aber wir glauben, dass die Auswirkungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts, insbesondere auf dem Balkan, dazu führt, dass dort Löhne niedrig bleiben, dass zu wenig investiert wird, dass vor allen Dingen die Bedingungen geschaffen werden für ausländische Konzerne. Und das führt dann dazu wiederum in diesen Ländern, dass junge Menschen die Länder verlassen, dass Brain Drain stattfindet, und das schwächt wiederum die Perspektive nach Reformen in diesen Ländern. Das ist ein Teufelskreis, den wollen wir nicht, und wir fürchten, mit dieser Orientierung wird dieser Teufelskreis fortgesetzt. Ein Beispiel: In Albanien haben im letzten Winter über 30.000 Studenten protestiert gegen die Erhöhung von Studiengebühren, für mehr Mitsprache an den Universitäten. Das ist die Kraft, aus der Reformen und Erneuerung der Gesellschaften stattfinden müssen. Aber ich glaube, und deswegen ist es so wichtig, dass wir mal darüber diskutieren, dass diese Kriterien alleine nicht ausreichen. Wir wären auch dafür, dass es soziale Kriterien für den Beitritt gibt. Wir wären dafür, dass es Nachhaltigkeitskriterien gibt. All das ist leider nicht vorgesehen, und deswegen werden wir diesen konkreten Antrag ablehnen. Aber man muss sich auch die Frage der Perspektive des Balkans stellen. Ich habe das schon gesagt, wenn die jungen Menschen die Region verlassen, wird es sehr, sehr schwierig werden in der Region. Und es wird auch sehr schwierig werden, wenn zum Beispiel Serbien, was der Beitrittskandidat ist, dann in einigen Jahren vor die Alternative gestellt wird, entweder der EU beizutreten oder in der Eurasischen Wirtschaftsunion zu bleiben. Auch das ist eine falsche Perspektive. Wir brauchen hier auf internationaler Ebene gute Beziehungen auch zu Russland und keine Alternativen Russland oder Europa. Auch dafür tritt die Linke ein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hunko. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne hat Platz genommen der Vizepremierminister von Nordmazedonien, Herr Dr. Osmani. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir fahren fort mit der Aussprache. Das Wort hat für Bündnis 90 Grüne der Kollege Manuel Sarrazin.